Ja, Miriam, die lange Vorbereitungszeit ist jetzt vorbei. Heute der Startschuss mit dem Einkleidetermin. Du hast vorher am Kapperl herumzupft ein bisschen. Wir verraten es jetzt einfach den Leuten. Medientermin und kein passendes Kapperl, aber sonst passt alles bei dir. Sonst geht's gut? Ja, sonst ist alles bestens. Also, wenn das das einzige Problem ist, dann ist es eh klar. Ja, gute Vorbereitung heuer gehabt. Also, jetzt ist schon gut, wenn dann der Winter mal ein bisschen näher rückt. Also, der Sommer ist dann erst so dementsprechend kurz, aber die Zeiten in der Kraftkammer sind dann irgendwo nah genug und man ist einfach froh, wenn man wieder auf die Ski ist. Das heißt, die ersten Schwünge sind schon, hast du schon getätigt. Was für Gefühl hast du jetzt entwickelt? Wo stehst du jetzt? Nimm uns ein bisschen mit. Ja, also wir waren, also haben zuerst die Vorbereitung am Stüssee auch in Italien gemacht, waren dann kurz in der Schweiz und dann eben 2 Wochen in Chile. Jetzt haben wir noch mal einen kurzen Konditionsblock gehabt von 3 Wochen. Morgen, da geht es ja wieder weiter. Ja, wir haben eigentlich ganz gut trainiert, haben also die Zeit drüben in Chian in Chile eigentlich gut nutzen können. Also wir haben alle Bedingungen gehabt, von perfekten Pisten bis schwierige, also wirklich alles, wo man sich ja dann auch dementsprechend einfach drauf einstellen muss. Und ja, es ist bei mir heuer wieder einen Schritt weiter vorgegangen und jetzt an die nächsten Tage und Wochen ist dann halt wirklich der Feinschliff dran. Hast du das Gefühl, die Miriam ist schneller wie in den vergangenen Saisonen? Das Gefühl, ja, ich hoffe es halt einmal. Nein, es ist jetzt dann, für mich war es wichtig, dass ich im konditionellen Bereich wieder einen Schritt nach vorne gemacht habe. Das war so, also ich habe wirklich gut trainieren können und beim Skifahren ist auch wieder einiges weitergegangen. Ich fühle mich einfach sicherer, die Verletzung ist jetzt dann einmal abgehackt, also das tut einfach gut zu wissen. Und ja, also ich freue mich jetzt, wenn nur ein bisschen Arbeit ist, aber das gehört einfach dazu und dann freuen wir uns auf den Dezember. Das heißt, der 34 cm Nagel ist jetzt draußen, du fühlst dich befreiter. Merkst du da wirklich so einen Unterschied? Nein, also ich merke den Unterschied jetzt nicht wirklich. Ich habe davor oft gehört, dass Athleten das nachher eben spüren, wenn der draußen ist. Ich habe ja auch nicht das Problem gehabt, wie dass der Nagel drinnen war. Deswegen war jetzt der Unterschied nicht so da, aber es ist für den Kopf einfach schon gut, wenn man weiß, das ganze Zeug, was man da drinnen im Körper gehabt hat, ist einmal draußen, weil einfach sonst die Gefahr auch, dass wenn ein Sturz ist, dass da wieder woanders was bricht. Und ich glaube, ein Fremdkörper ist ja nie ideal, wenn das im, also wenn man das dabei hat. Und deswegen sage ich, wie die Entfernung da war, es ist alles einfach draußen. Das ist einfach für den Kopf einfach also dementsprechend wichtiger. Jetzt ist es eine Saison ohne Großereignis, eine leere Saison, wie deine Kolleginnen das so beschreiben. Was für Wertigkeit hat es jetzt für dich, beziehungsweise wie lautet da deine Zielsetzung? Nein, also ob das jetzt ein Großevent sicher ist, ein Großevent, ein Großevent, aber die World Cup-Saison hat trotzdem den gleichen Stellenwert. Also für mich ist es wichtig, dass ich einfach wirklich konstante Leistungen bringe. Ich habe letztes Jahr wirklich von vorn bis hinten alle Platzierungen gehabt. Das ist für mich wichtig, einfach, dass das einfach konstant wird. Und ja, also ich finde, eine World Cup-Saison ohne Großevent ist trotzdem sehr hoch einzuschätzen. Man kann sich halt dann nur auf die World Cup-Rennen fokussieren und hat vielleicht nicht so die Pause, wo das Großevent drinnen ist. Ja, nichtsdestotrotz freue ich mich schon richtig, wenn es einmal losgeht. Verrat uns geschwind nur die Stellschrauben, an denen du gedreht hast, damit du stabil bleibst, damit die Ergebnisse so konstant sind. Es ist gar nicht so einfach, das wahrscheinlich zu definieren, aber probieren wir es mal. Ja, also für mich war eigentlich nach der Saison schon wichtig, dass ich im konditionellen Bereich eigentlich viel weiter kriege. Also das war einfach gut, dass ich da einmal schmerzfrei trainieren habe können. Da ist dementsprechend einmal viel weiter gegangen. Und jetzt ist für mich einfach nur wichtig, also das war auch schon jetzt in den letzten Schneetagen so, dass einfach beim steileren Gelände, dass ich da einfach stabiler wäre, dass ich gewisse Sachen, was ich im letzten Jahr, wo ich da fehleranfälliger war, dass ich einfach das ein bisschen minimieren und ja, das heißt halt so in den nächsten Wochen so weiterzumachen. Okay. Dann wünsche ich dir alles Gute für das Vorhaben. Viel Erfolg. Danke.